sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, liebe Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Die Situation auf dem Friedrichsplatz hat sich durch die dauerhafte Präsenz des Ordnungsamts entspannt, so sagt es zumindest die SPD. Die Menschen sind jedoch nicht verschwunden, sie sind jetzt an anderen Orten, etwa an der Reuterschule, und dort gibt es dann wieder andere Probleme. Dies macht für mich sehr deutlich, dass die Verdrängung der Szene nicht das Problem löst, sondern ausschließlich verlagert, und zwar raus aus der Stadt. Das ist ja auch das, was die CDU eben als Begründung gesagt hat, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich weiß nicht, ob wir dahin gehen wollen, dass wir Leute immer nur verdrängen, immer weiter raus an den Rand der Gesellschaft oder an den Rand der Stadt. Es ist weiterhin zu bedenken, dass Alkoholverbote bei der sogenannten Trinkerszene, wie es hier genannt wird, nicht wirklich wirksam ist. Die Leute gehen dahin, wo sie wollen, und die Alkoholverbote sind nur dafür da, um sie da wieder wegzuschicken und nach draußen zu schicken, sozusagen. Außerdem wird hier getrennt in Menschen in der Gesellschaft gewünscht und unerwünscht. Es gibt die einen Menschen, die sich ins Café Alex setzen können, weil sie dort ein Bier bezahlen können, und andere, die nur im Teegut ein Bier kaufen können, dürfen sich nicht auf den Friedrichsplatz setzen und es trinken. Wie vorhin von der CDU angesprochen wurde, ist, wo die Freiheit von einigen eingeschränkt wird, hört die Freiheit auf. Aber ich finde, die Freiheit wird auch eingeschränkt, wenn ich nicht mein Bier auf dem Friedrichsplatz trinken darf, sondern mich in irgendein Café oder in irgendeine Kneipe setzen muss. Ich halte das für ein Problem. Viel wichtiger wäre es, so zu überlegen, warum die Situation eigentlich so ist, wie sie ist, und wo das Problem eigentlich liegt. In einer Stadt wie Kassel gehören nun mal auch Abhängige ebenso wie Wohnungslose zum Stadtbild. Das erstmal zu akzeptieren, wäre auch ein Schritt in die richtige Richtung. Die Stadt fördert zwar Hilfsangebote wie das Café Nautilus oder den Trinkerraum, aber diese Angebote sprechen nur einige Gruppen an und sind auch nicht rund um die Uhr geöffnet. Ohne diese Angebote wäre das vielleicht für die CDU noch schlimmer. Hilfsangebote und Kommunikation sind die Lösung des Problems und nicht Repression, Vertreibung und Verbote. Wir sollten uns fragen, warum die Situation ist, wie sie ist, und die Ursachen suchen und nicht immer nur Symptome behandeln wie durch ein Alkoholverbot. Am Donnerstag war die Drogenhilfe in der Ortsbeiratssitzung von Nordholland und hat recht gut erklärt, wo die Probleme liegen. Die meisten Personen der sogenannten Drogen- und Trinkerszene haben keine Arbeit, keine Chance auf eine Arbeit. Sie wissen nicht, wie sie den Tag verbringen sollen. Sie holen vielleicht morgens ihr Substitut ab und dann ist der Tag leer. Sie haben kein Ziel, was sie tun können. Sie sind einfach in diesem heutigen System nicht mehr verwertbar. Deswegen ist der Alkohol und das Treffen mit anderen Menschen auf öffentlichen Plätzen für sie eine Art, sich den Tag zu gestalten. Und indem man den ganzen Tag trinkt, wird es halt auch ein bisschen unangenehm. Aber für sie dient der Alkohol nun mal als soziales Schmiermittel und als tagfüllende Aufgabe. Früher gab es bei der Drogenhilfe ein Arbeitsprojekt für solche Menschen, in dem ihnen ein bisschen Sinn in ihrer Tagesstruktur gegeben wurde. Dies wurde leider aus Geldgründen aufgegeben. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, wo man über das Problem reden kann. Und im Allgemeinen wäre ein gesamtstädtisches Konzept das Einzige, was in diesem Falle Sinn ergibt. Weil immer nur einzelne Plätze zu betrachten oder nur die Innenstadt, finde ich, ist der falsche Weg. Ja, danke.